Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen LEGO Star Wars Review hier auf dem Kanal. Heute geht's oldschool weiter mit dem Gungan Sub aus 2012. Ja, da wird auch bald noch ein Vlog dazu kommen, da werdet ihr sehen, ich habe das Ding original verpackt gekauft. Nicht so dumm. Gehypt bin ich auf jeden Fall auf die Queen Amidala Minifigur, 60 Euro alleine die Figur. Wenn ihr das Set nur haben wollt und die Figur euch egal ist, kriegt ihr das Ding gebraucht. 40 Euro. Das ist wirklich, die Figur macht so viel aus. Ja, jetzt wollen wir aber direkt einsteigen in die Review und wir steigen ein. Damit herzlich willkommen im Review. Ja, meine Laune ist nicht mehr so gut wie gerade eben. Für euch ist es ein paar Sekunden her, für mich ist es ungefähr eine Dreiviertelstunde Aufbauzeit her. Ihr seht hier ein neu aufgebautes und vorher original verpacktes Gungan Sub. Leute, die sich das Set jetzt mal genauer angucken, stellen etwas fest. Hä? Es fehlen die Aufkleber. Nein, doch. Jetzt wird der ein oder andere sagen, warum sind denn keine Aufkleber dabei gewesen? Tut mir leid für den kleinen Einschub in der Hyperlapse, aber Lego. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich kaufe ein Set original verpackt und das kriege ich. Zwei Aufbauanleitungen zusammengeklebt mit einem Sticker. Und der Sticker-Sheet sieht so aus. Leckt mich am Arsch. Das ist die größte Frechheit, die ich in meinem Leben erleben musste. Ich glaube, manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Ich habe natürlich beim Lego Support angerufen, es ist niemand rangegangen. Jetzt habe ich eine E-Mail hingeschickt und ich hoffe sehr, dass Lego mir die Sticker ersetzen wird, da es ein original verpacktes Set war. Ich weiß, das Set ist 9 Jahre alt, aber ich hoffe trotzdem auf Ersatz. Ja, falls da nochmal was kommt, werde ich euch das sagen. Für die Funktionen und die Review ist es jetzt etwas beeinträchtigend vom Look her, aber da kann ich leider auch nichts machen. Es waren Teile-Trenner dabei. Wahnsinn. Davon haben wir ja noch nicht 10.000 Stück. Genau. Nun aber zurück zum Set. Wir steigen jetzt erstmal mit den Minifiguren ein. Wir fangen natürlich mit der besten Minifigur an. Nein. Ist natürlich wirklich eine gut aussehende Figur. Beindruck könnte er vertragen. Torso Print ist super. Und das Kopfteil. Weltklasse. Ihr werdet voll Schrecken feststellen, dass er auch einen Rückenprint hat. Den man aber meistens nicht sieht. Wenn man dieses wunderschöne Kopfteil gar nicht abnehmen sollte. Das haben wir da Qui-Gon Jinn. Besonders an ihm ist dieses Gesicht, bei dem er die Atemschutzmaske hat. Corona üblich natürlich. Braucht man die, wenn man zu den Gungans gehen will? Nein, Spaß beiseite. Die brauchen sie natürlich, um
da warst du zu atmen. Er kommt mit einem grünen Lichtschwert. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Er hat auch noch ein alternatives Wendegesicht. Einfach das normale Qui-Gon-Jinn-Gesicht. Und sogar Printing auf dem Rücken. Sein Haarteil ist natürlich sehr, sehr cool. Auch er könnte den Beinprint vertragen. Ansonsten mega coole Figur. Was für den Meister gilt, gilt natürlich auch für den Schüler Obi-Wan Kenobi. Hier mit seinem Padawan-Zöpfchen. Auch mit der Atemmaske für Unterwasser. Auch er hat ein alternatives Gesicht. Da sieht er ein bisschen aus wie Anakin, finde ich. Aber ja, die Episode 1 Obi-Wan sind irgendwie eh strange. Lichtschwert. Simpler. Rücken, Torso, Print. Und auch er könnte einen Beindruck vertragen. So. Jetzt kommen wir wirklich zum Highlight dieses Sets. Queen Amidala Minifigur. Die alleine hat ungefähr einen Wert von 60 Euro aktuell auf Bricklink. Und zu Recht. Das ist einfach eine Figur, eine so sammelbare Figur, so cool. Sie hat dieses Special Rockteil nur für sie. Wobei ich das, glaube ich, so ähnlich mal in einer Minifiguren-Serie vorkam. Und auch dieses extra für sie gemoldete Haarteil. Das ist ihr Gesicht. Fokus. Fokus. Dankeschön. Wirklich sehr, sehr cool. Kein Alternativgesicht leider. Und die Hände sind tan. Ich schätze fast, es ist wie bei den Aalingen früher. Das Gesicht wurde gepudert und die Hände nicht. Deswegen ist das wahrscheinlich sogar movie accurate. Ich muss das mal checken. Wunderbare Figur. Auch hier mit Rückenprint. So, und nun aber genug von den Figuren. Kommen wir zum Set. Das mit Stickern natürlich sehr viel besser aussehen würde, aber... Ja! Ich hasse euch! Ja! Ihr Kackkinder! Gehen wir erstmal ein bisschen über die Details. Appreciaten wir das. Der Anker hier vorne gefällt mir gut. Die Lichter, sehr, sehr cool. Auch hier. Klar, diese Rundung hier würde man heute wahrscheinlich ohne Lücken hinkriegen. Smoother. Für damalige Verhältnisse aber mega gut und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Hier ist dann unser Hauptcockpit. Wie gesagt, hier wären wieder Sticker. Fehlen jetzt leider. Ich kann sie euch ja mal reinhalten. Das wären die hier. Da können alle Minifiguren drin sitzen, das zeige ich euch gleich. Hier hinten habt ihr dann noch Stauraum für die Capes. Die müsst ihr nämlich abnehmen, um die Figuren hinzusetzen. Und einen Clip für ein Lichtschwert. Und hier drin haben wir so eine Art, ja, Bombe. Und auch hier ist nochmal ein Clip für ein Lichtschwert. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn die alle im Cockpit sitzen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn die drei im Cockpit sitzen. Man kann das auch zumachen. Spiegelt jetzt leider ein bisschen genau wie im Film. Ihr seht vielleicht schon, die Scheiben haben ganz kleine Abnutzungen. Das ist, weil die in der Packung mit den anderen Teilen gekommen sind. Tja. Blöd. Aber wie gesagt, so wäre es movie accurate. Ich mache das jetzt mit einem Laserschwert als Beispiel. Dann könnt ihr das so da reinklicken. Dann ist das aufgeräumt. Ansonsten habt ihr, das will ich nicht unterschlagen, Wahnsinns Spielfeature, Achtung. Das ist ein Set von vor 2014, das heißt, hier gab es noch die berühmten Flick Fire Missiles. Ich weiß, Wahnsinns Funktion, alle tot.
Niemand wird je zurückkehren. Davon habt ihr zwei Stück auf der Unterseite. 1, 2. Und ich habe gerade schon unwesentlich eine zweite Funktion verraten. Wenn man sich über Schiff guckt, denkt man ja, oh, das sind Details, das auch. Aber die hier, hier hinten, kann man wirklich rausnehmen. Und was da drin sind, sind Boomer. Diese blauen Teile, die die Gungans werfen in der Schlacht. Dafür kriegt ihr 2 Stück, passend zu eurem Gungan Jar Jar Binks. Einmal hier und noch einmal hier drin. Yeah. Ansonsten, wenn wir näher auf das Set eingehen, könnt ihr hier den Antrieb sehen, den könnt ihr drehen, 360 Grad, solange ihr wollt und lustig seid. Und dieser beinhaltet auch ein Escape-Pod, welches ihr aufmachen könnt. Auch hier wäre die Konsole wieder mit einem Sticker bestückt und ihr könnt eine Figur darin platzieren. Nein, Queen Amidala passt da nicht rein. Genau, da wären auch die Sticker-Details drauf. Fehlen jetzt leider bei mir. Ich hoffe, wie gesagt, Lego schickt mir da noch was zu. Ihr seht, das sind hinten so, das sind 2 Aufnahmen. Da wird das eingeschoben und dann wird es hier, ihr seht hier vorne, einfach eingeklickt. Hält wie die 1, passiert nichts. Genau, das sind im Wesentlichen die Funktionen des Gungan-Subs. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. An sich natürlich ein großartiges Set. Ich mag das Set. Der große Grund, warum man es sich kauft, ist natürlich die Minifigur hier. Aber ich wollte es natürlich auch für meine Episode 1 Sammlung haben. Ich finde es ein cooles Set. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann auch mal wieder einen Gungan-Sub, wo das hier updaten würde. Aber ich bin mit dem hier auch ganz zufrieden. Dann bedanke ich mich für wie immer fürs Zuschauen. Schaltet auch im nächsten Video wieder ein. Ich hoffe, da gibt's weniger Salz. Da geht's weiter mit unserer kleinen Nostalgiereise. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, um up to date zu bleiben. Da poste ich immer schon früher, was als nächstes Projekt kommt. Dann sage ich bis dann und ciao, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen.